Die zweite Mannschaft vom FC Gütersloh, also von dem Verein, der jetzt gerade frisch in die Insolvenz gegangen war, die meine ich spielte damals in der Landesliga. Und das sollte die neue erste Mannschaft sein vom Nachfolgeverein. Da diese zweite Mannschaft aber ihre zugesagten Gelder auch nicht mehr bekam, haben die gesagt, na gut, dann hören wir auch auf zu spielen und haben den Spielbetrieb auch eingestellt. Damit war also diese Idee, die zweite Mannschaft wird zur ersten, schafft den Klassenerhalt und wir spielen mit dem neuen Verein sofort in der Landesliga, hinfällig. Jetzt hatte diese zweite Mannschaft, die aber eigentlich die erste werden sollte, schon so viele Punkte, dass man überlegt hatte, wir können ja eigentlich eine andere Mannschaft dort laufen lassen. Selbst wenn die alles verlieren, dann reicht das immer noch für den Klassenerhalt. Und hat dann die dritte Mannschaft, die damals, meine ich, in der Kreisliga B gespielt hat, dort als zweite Mannschaft in die Landesliga gesteckt, hat sie dort auflaufen lassen, um zukünftig für die erste Mannschaft des Nachfolgevereins diese Klasse zu halten. Und diese Partien habe ich dann zumindest einmal, da kann ich mich dran erinnern, für Radio Gütersloh live übertragen, wie diese Kreisliga B dritte Mannschaft als zweite Mannschaft, die ja eigentlich die neue erste Mannschaft ist, auflief. Ich meine, es war die Landesliga. Dann natürlich verlor irgendwas mit 6-7 Gegentoren, aber diese Jungs haben tatsächlich am Ende den Klassenerhalt geschafft und das war dann die Ausgangsliga für den Nachfolgeverein FC Gütersloh 2000. Wenn ihr das jetzt alles nicht verstanden habt, dann habe ich da sehr gut Verständnis für. Das Video vielleicht nochmal von vorne gucken. Und das sind ja meine Erinnerungen. Die können ja auch durchaus mal so ein bisschen schwächeln. Und ich bin mal gespannt. Der FC Gütersloh guckt ja, glaube ich, auch immer wieder mal in diese Videos rein. Gerne mal aktualisieren, meine Aussagen korrigieren. Das würde mich mal auch interessieren, wie es damals gewesen ist. Ich meine, es war so, wie ich es jetzt gerade erzählt habe. Aber die Beteiligten, vor allem die Vereinsverantwortlichen, werden das sicherlich wissen. Kuriose Situation damals um den FC Gütersloh alt und den FC Gütersloh neu.